Herzlich willkommen. Ich bin Donner Laser und heute haben wir Nikolaus. Und da kommt der Viamann zu mir und bringt mir Türchen 6. Auch sehr schön hier. Die 6 wird hier markiert mit einem Punkt nach unten, damit wir wissen, das ist nicht die 9, sondern hier handelt es sich um die 6. Sehr schön. Also der Kalender hat mich ja sowieso schon begeistert. Okay, den Kollegen kennen wir, den kennt ihr alle. Ich hole ihn mal raus. Und zwar ist das ein, ich glaube, der nennt sich Pico. Nee, oh, wie nennt er sich? Oh, ich habe es letztes Jahr noch nachgelesen. Auf jeden Fall haben wir hier einen Knauf und zwar einen Kreuzdreher oder einen Kreuzschraubendreher, besser gesagt. Und zwar ist das der PZ2x25 mit der Nummer 313. Steht hier oben auch nochmal drauf. Auch das Ganze hier gummiert. Sehr, sehr klein. Also wir kennen den. Wir hatten den letztes Jahr, glaube ich, auch. Und ich würde gerne mal einen Vergleich machen zu letztes Jahr. Moment. Nein, wie stark ist Via denn bitte, Leute? Wir haben hier den Kreuzschraubendreher rausgeholt. Und könnt ihr euch noch ans letzte Jahr erinnern? Da hatten wir den Kollegen hier. Ne? Wir sehen, die sehen beide identisch aus. Aber wisst ihr was? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Im letzten Jahr hatten wir den Schlitz. Jetzt haben wir den Kreuzdreher dazu, den passenden. Das finde ich ja mal richtig cool. Guckt euch das an. Das finde ich ja mal stark. Also hier wird sogar richtig mitgedacht, Leute, ey. So, dass ihr nicht das doppelte Werkzeug habt vom letzten Jahr. Nein, hier ist ein komplett anderer Dreher drin. Also das finde ich mal richtig cool. Also das finde ich wirklich stark. Richtig stark. Auch wieder die Spitzen, alle schön beschichtet hier auch. Im vorletzten Jahr. Also das finde ich stark. Da haben wir einmal den Kreuz und einmal den Schlitzdreher. Richtig starke Nummer. Finde ich super. Cool gemacht, wir. Nicht, dass die Leute denken, oh ja, hier das doppelte Werkzeug oder so. Nee, überhaupt nicht. Also richtig starke Nummer. Muss ich, also wirklich, Hut ab. Also da haben sich Leute wirklich einen Kopf gemacht. Richtig gut. So, kommen wir zu dem Aufbau. Und zwar, heute ist Nikolaus. Ich bin mal gespannt, was im Nikolaustürchen ist. Aber ich habe es euch ja schon gesagt. Kann ich euch sagen, hier wird eine Feder drin sein. 100 Pro. Wir gucken rein. Ja, das war leider schon, das hat man schon erraten. Das war leider hervorsehbar. Tatsächlich, hier nur eine Feder drin. Also kein toller Nikolaus für die Kleinen. Ah doch, jetzt ist die Lenkung vorne fertig, ist auch schön. So, die kommt hier rüber. Und jetzt haben wir so gesehen schon die Lenkung fertig. Da bin ich mal gespannt, was wir morgen da kriegen. Da lassen wir uns mal überraschen. Das war's wieder mit dem Weihnachtskalender. Schau wieder ein, wenn es heißt Laser Time. Tschüss.